Halo, guten tag, dobar dan i dobrodošli u kratki konverzacijski podsjetnik kad je u pitanju nemački jezik. Drago mi je što ste ovdje i što mogu da vam pomognem da malo unapredite vaše znanje nemačkog jezika. Čitat ću vam rečenice koje su u suštini povezane u jednu kratku priču, ali ćemo ih čitati, analizirati, možda postaviti neko pitanje i znate već kako izgleda ako ste već gledali neki od mojih klipova. Ok, dakle, krećemo. Prva rečenica glasi Anna und Tom sind sehr sportlich. Anna und Tom sind sehr sportlich. Dakle, oni su sportski tipovi, vole sport. Sie machen viel Sport. Sie treiben Sport. Und ich zum Beispiel, ich bin nicht sehr sportlich. Und sie, sind sie sportlich? Da li se vi bavite sportom? Anna und Tom sind sehr sportlich. Sie laufen fast jeden Tag 10 Kilometer. Auch wenn es regnet. Sie laufen fast jeden Tag, dakle oni trče skoro svaki dan, 10 km, nicht 5, nicht 2, 10 km. Auch wenn es regnet, čak i kada pada kiša. Auch wenn es regnet. Ich zum Beispiel, ich laufe nicht, auch wenn es nicht regnet. Ja ne trčim, pa i kad ne pada kiša. Also, ich laufe nicht, aber sie laufen auch wenn es regnet. Sie, laufen sie, da li vi trčite? Oda, läufst du, da li ti trčiš? Läufst du manchmal, wenn es regnet? Trčiš li ponekad kad pada kiša? Wenn es regnet, laufe ich nicht. Zum Beispiel, wenn es regnet, zares, laufe ich nicht. Dakle, wenn, čim nam je veon u rečenici, glagol je na kraju. Wenn es regnet, zares, glavno počinje sa glagolom, laufe ich nicht. Aber, zum Beispiel, wenn es nicht regnet, zares, laufe ich manchmal. Wenn es nicht regnet, laufe ich manchmal. Wenn es regnet, laufe ich nicht. Aber sie, Anna und Tom, sie laufen fast jeden Tag auch wenn es regnet. Manchmal gehen sie ins Fitnessstudio, jeden Sonntag spielen sie Tennis. Also, sie sind sehr sportlich, und nicht so sportlich. Sie laufen, sie gehen ins Fitnessstudio und sie spielen Tennis. Also, ich gehe nicht ins Fitnessstudio, ich spiele manchmal Tennis. Ich spiele manchmal Tennis, aber ich laufe selten, trčim retko. Ich spiele Tennis, igram Tennis i ich gehe nicht in Fitnessstudio. Und Sie, gehen Sie ins Fitnessstudio? Oder und du, gehst du ins Fitnessstudio? Spielst du Tennis? Oder spielen Sie Tennis? Wann spielen Sie Tennis? Sie spielen jeden Sonntag Tennis und manchmal gehen sie ins Fitnessstudio. Kako bismo rekli, idu u teretanu čak i kada su umorni. Imali smo auch wenn. Sie gehen ins Fitnessstudio auch wenn sie müde sind. Auch wenn sie müde sind. Čak i kad su umorni, gehen sie ins Fitnessstudio. Oder jeden Sonntag spielen sie Tennis, auch wenn es regnet. Igraju tenis i po kiši. Dobro, ne znam da li može da se igra po kiši, ali dobro. Also, jeden Sonntag spielen sie Tennis, auch wenn es regnet. Ich spiele kein Tennis, wenn es regnet. Ich spiele Tennis nur, wenn es nicht regnet. Igram tenis samo kada ne pada kiša. Im letzten Sommer sind sie oft mit dem Fahrrad zum Schwimmen an einen See gefahren. Im letzten Sommer, dakle der Sommer, pa bukvalno u prošlom letu, dakle prošlog leta, im letzten Sommer, wohin sind sie gefahren? Wohin sind sie gefahren? Kuda su išli? Sie sind an einen See gefahren. Sie sind an einen See gefahren. Skoro sam imala neki klip
u kome su bili, bile su klipovi sa 100 imenica muškog, 100 imenica srednjeg i 100 imenica ženskog roda i najviše je to moje ze naišlo na nedobravanje nekih ljudi koji su mi rekli da je ze nije di ili da ze nije dea. Dakle, di ze je more ili da smeja, a dea ze je jezero. Dakle, postoji ze i ispred koga stoji di i ispred koga stoji dea, a tako isto svima preporučujem onu aplikaciju, o tome sam već pričala, znači aplikacija se zove Dea Didas, pa tako dok se dvoumite ili hoćete da nekome pokažete da ovo nije ovog roda ili, ovo, ili, ili muškog ili ženskog, vi lepo otkucate recimo ze i evo recimo ova aplikacija lepo kaže Dea ze i ispod kaže di ze, ispod di ze piše mea, znači da je to more, a dea ze ispod piše tajh, dakle tajh kao neko jezerce u parku, a dea ze kao pravo jezero. Dakle, sad smo razlučili tu dilemu da ze može biti i di i dea, ali kad je di onda je more, kad je dea onda je jezero i kao što vidimo ovde je muškog roda, zašto? Pa primećujemo da idu an einen ze, dakle akuzativ muški rod na jezero an einen ze. Dobro. Und wie fahren Sie dort? Wie fahren Sie dort? Sie fahren mit dem Fahrrad. Dakle, Sie fahren nicht mit dem Auto. Sie laufen nicht dort. Ne trče tamo, ne idu autom. Zato što su oni veoma sportlich, naravno. Sie fahren mit dem Fahrrad, weil Sie sehr sportlich sind. Sie sind sportlich und Sie fahren dort mit dem Fahrrad. Wohin fahren Sie? Sie fahren an einen See. Im Winter können sie leider nicht schwimmen gehen, weil in der Nähe kein Hallenbad ist. Dakle, oni su veoma tužni zimi, zato što ne mogu da idu na plivanje. Zašto? Warum können sie nicht schwimmen gehen? Weil in der Nähe, jer u blizini, nema Hallenbad, znači nema ovog bazena, zatvorenog bazena. Also, es gibt kein Hallenbad in der Nähe, und deshalb können sie leider nicht schwimmen gehen. Zbog toga ne mogu da idu na plivanje. Dakle, im Sommer gehen sie schwimmen, aber im Winter können sie nicht schwimmen gehen, weil in der Nähe kein Hallenbad ist. Sie, Anna, liebt Tiere. Sie liebt Tiere, sie mag Tiere, kao voli, sviđaju se, sie liebt Tiere, znači baš voli, obožava životinje. Und ihre Freizeit verbringt sie im Tierheim. U kao nekom skloništu za životinje. Sie putzt die Käfige der Kaninchen. Čisti kaveze od sečeva. Sie spielt mit den Katzen. Igra se sa mačkama. Sie geht mit den Hunden spazieren. I ide sa psima u šetnju. Vodi ih u šetnju. Also, was macht sie? Was macht sie im Tierheim? Sie putzt die Käfige, sie spielt mit den Katzen, sie geht mit den Hunden spazieren, dakle mit Dativmnožine, mit den Katzen, mit den Hunden. Okay. Manchmal darf sie dem Tierarzt helfen, kranke Tiere zu versorgen. Ponekad ona sme da pomogne veterinaru da se pobrine oko bolesnih životinja. Manchmal darf sie dem Tierarzt helfen. Wem darf sie helfen? Kome sme da pomogne? Oder wem hilft sie? Kome pomaže? Sie hilft dem Tierarzt. Oder sie darf dem Tierarzt helfen. Oder sie kann dem Tierarzt helfen, kranke Tiere zu versorgen. Und das kann sie gut und es macht ihr sehr viel Freude. To je dobro. Radi i to joj pričinjava mnogo radosti. Das macht ihr viele Freude. Das macht ihr viele, viel Freude. Das macht ihr viel Freude. Da sam da kažem viele Freunde. Dakle, viel ili viele, kad se odlučujete. Dakle, viele stoji ispred imenica brojevih, imenica u množini. Dakle, viele Bücher, viele Freunde, mnogo prijatelja, mnogo knjiga i tako dalje. Freude je radost, sreća, znači to je abstraktna imenica, nije brojeva i onda ne možemo da kažemo viele, nego viel, kao viel Geld, viel Wasser, viel Freude, dakle ne brojeve imenice.
Vielleicht, broj 10, vielleicht wird sie später selbst die Ärztin werden. Možda će ona kasnije i sama postati veterinar. Tierarzt, Tierärztin, ženski veterinar. Vielleicht wird sie später Tierärztin werden. Dakle, ovdje imamo buduće vreme od glagola werden, od postati. Dakle, on je ovdje i pomoćni i glavni glagol. Recimo, ja ću postati ich werde werden. Was wirst du werden? Šta ćeš ti da postaneš? Oda was wird sie werden? Sie wird vielleicht Tierärztin werden. Sie wird Tierärztin werden. Tom liegt in seiner Freizeit meistens auf dem Sofa und sieht fern. Tom liegt, wo liegt? Er liegt auf dem Sofa. Dakle, leži na sofi in seiner Freizeit meistens. Und was macht er? Er sieht fern. Leži i gleda TV. Was macht Tom in seiner Freizeit? Was macht er in seiner Freizeit? Er liegt, er sieht fern. Er ist nicht so fleißig, nie baš vreden. Manchmal liest er ein Buch oder hört Musik, aber dabei schläft er oft ein. Ponekad čita knjigu ili sluša muziku, ali dabei, uz to, kad to radi, schläft er oft ein. Dakle, einschlafen, uspavati se. Ich schlafe ein. Ja se uspavam. Ich schlafe sofort ein. Odmah se uspavam. Er schläft ein. On se uspava. Dakle, manchmal liest er ein Buch, aber dabei schläft er oft ein. Also, wenn er ein Buch liest, schläft er oft ein. Wenn er ein Buch liest, kad on knjigu čita, schläft er oft ein. Često se i uspava. Ili, wenn er Musik hört, schläft er oft ein. Auch. Wenn er hungrig ist, bestellt er sich eine Pizza und isst sie gleich aus dem Karton, damit er kein Geschirr abwaschen muss. Kad je gladan, on naruči picu i jede je iz kartona, da, zbog toga da ne bi morao da pere sudove. Dakle, wenn er hungrig ist, oder wenn er Hunger hat, ich habe Hunger, ich bin hungrig, wenn er hungrig ist, oder wenn er Hunger hat, was macht er? Er bestellt, odnosno bestellt er, sich eine Pizza. Dakle, opet wenn rečenica, glagol na kraju, pa zarez, pa sljedeće počinje sa glagolom. Bestellen, naručiti. Also, er bestellt sich eine Pizza, wenn er hungrig ist. Und er isst Pizza, er isst sie gleich aus dem Karton. Warum isst er Pizza aus dem Karton? Damit er kein Geschirr abwaschen muss. Da ne bi morao da pere sudove. Seine Freunde finden, dass er ziemlich faul ist. Dakle, njegovi prijatelji nalaze, smatraju, misle da je on prilično lenj. Aber sie mögen ihn trotzdem. Ali ga vole, uprkos tome, trotzdem mögen sie ihn. Uprkos tome vole oni njega, ili aber sie mögen ihn trotzdem. Also, sie finden, dass er ziemlich faul ist. Oder sie finden, dass er nicht so fleißig ist. Aber sie mögen ihn trotzdem. Ali ga vole. Okay, to je to. Nadam se da vam koristi ovakav način, da kažemo, neke analize i ponavljanja. Ću samo sada da vam pročitam još jednom sve rečenice. Anna und Tom sind sehr sportlich. Sie laufen fast jeden Tag 10 km, auch wenn es regnet. Manchmal gehen sie ins Fitnessstudio. Jeden Sonntag spielen sie Tennis. Im letzten Sommer sind sie oft mit dem Fahrrad zum Schwimmen an einen See gefahren. Im Winter können sie leider nicht schwimmen gehen, weil in der Nähe kein Hallenbad ist. Sie liebt Tiere. Ihre Freizeit verbringt sie im Tierheim. Sie putzt die Käfige der Kaninchen, sie spielt mit den Katzen und geht mit den Hunden spazieren. Manchmal darf sie dem Tierarzt helfen, kranke Tiere zu versorgen. Das kann sie gut und es macht ihr sehr viel Freude. Vielleicht wird sie später selbst Tierärztin werden.
Tom legte seine Freizeit meistens auf dem Sofa und sieht fern. Manchmal liest er ein Buch oder hört Musik, aber dabei schläft er oft ein. Wenn er hungrig ist, bestellt er sich eine Pizza und isst sie gleich aus dem Karton, damit er kein Geschirr waschen muss. Seine Freunde finden, dass er ziemlich faul ist, aber sie mögen ihn trotzdem. Okay, das ist alles. Tschüss.